Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. In diesem Video möchte ich die sehr wichtige Frage, nämlich macht die Theorie das Schach kaputt, mit euch erörtern. Zuerst zeige ich eine Partie, nach der ich auch auf die Idee gekommen bin, dieses Video zu drehen, bevor ich am Ende meine Meinung dazu äußere. Wir schauen uns erstmal die Partie an zwischen Eduardo Iturrizaga Bonelli und Fabiano Caruana an. Ist vom Aim Chess Rapid. Lief vom 10. bis 14. Juli. Diese Partie hatte ich damals nicht in einem Video gezeigt, hatte sie aber analysiert und war natürlich, ja, erstaunt, wie weit zum Caruana in dieser Rapid-Partie alles vorbereitet hatte. Wir gehen mal rein. D4, Springer F6, Springer F3, E6, C4, D5, Damengambit und jetzt G3, katalanische Partie. DC4 nimmt das an hier, das Bauernopfer. Läufer G2, A6. Eine von vielen Varianten. Ich werde jetzt nicht auf alle Varianten eingehen, das führt zu weit. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, Rochade oder Springer E5. Bonelli spielt Springer E5. Wir erinnern uns, das war natürlich Champions Chess Tour, Rapid Partie. Was ist hier nochmal die Bedenkzeit? 15 plus 3, glaube ich, ne? Beim Aim Chess Rapid. Springer E5 greift hier den Bauern an. Läufer B4 Schach. Hier gibt es zwei prinzipielle Züge. Meistens wird Springer C3 gespielt. Das Läufer D2 kann man aber auch machen. Gibt hier diese Variante mit Dame D4, Läufer B4, Dame E5, Springer A3. Weiß halt zwei Bauern weniger, aber ein bisschen Kompensation hier, weil der König nicht rochieren kann. Das muss man alles kennen, wenn man diese Variante spielt. Aber Weiß spielt Springer C3. Und jetzt wird super konkret hier. Natürlich alles mit Unterstützung von Schachprogrammen ist man hier schon sehr, sehr weit vorgedrungen in dieser Variante. Springer D5, der konkret beste Zug. Warum konkret? Ganz einfach, weil der Springer nochmal angegriffen wird. Das heißt, Schwarz weicht von den goldenen Regeln ab, rochiert nicht oder entwickelt eine weitere Figur, sondern greift hier den C3 an. Natürlich muss man auf Drohungen reagieren, sagt man normalerweise so. Problem ist hier, wenn ich Läufer D2 spiele, dann kommt Springer B6 und decke den Bauern auf C4 und dann hat Weiß Probleme, den Bauern zurückzugewinnen. Deswegen ist Rochade hier der beste Zug. Opfert einen weiteren Bauern. Springer C3, BC3, Läufer C3. Greift den Turm an, greift den Bauern an. Turm B1, was sonst? Und jetzt Dame D4. Schwarz hat jetzt schon drei Bauern mehr. Aber das ist alles schon längst gespielt. Das ist alles schon gespielt worden. Das ist bekannt. Dame A4 Schach. Das ist nicht so, dass sie da sitzen und sich das am Brett einfallen lassen. Natürlich nicht. B5. Das sieht alles super aus für Schwarz. Kleines Problem, der Turm hängt jetzt. Es geht weiter mit Dame A3. Verhindert hier die Rochade. Bester Zug. Dame E5. Nimmt den Springer weg. So, und jetzt nimmt man nicht raus auf A8, sondern spielt erstmal Läufer F4, greift die Dame an. Wichtiger Zwischenzug. Dame F6. Und jetzt nimmt man immer noch nicht den Turm auf A8. Das ist alles auch immer noch bekannt. Analyse, wenn man das mit der Engine analysiert, wird das alles schnell angezeigt. Läufer A8 ist nicht gut wegen E5 hier. Dame C3, nimm auf F4. Dame A5 hier. Dame B6. Nimm, nimm. Und Schwarz hat hier Springer und drei Bauern für den Turm. Das ist mehr als genug und steht deswegen besser hier. Also unglaublich taktisch die ganze Variante. E5. Also gehen wir zurück. Man nimmt nicht den auf A8, sondern spielt Läufer schlägt C7. Das ist besser. Greift hier den B8 an und den A8. Deswegen kann der Turm hier nicht unbedingt sofort wegziehen wegen Läufer B8. Aber natürlich kennt das alles Caruana. Er spielt das super schnell hier. Spielt B4. Greift die Dame an. Hier kann man Dame A5 ziehen. Das wurde schon gespielt. Das ist ungefähr ausgeglichen. Aber etwas besser scheint hier Turm schlägt B4 zu sein. Was Iturrizaga spielte. Läufer B4, Dame B4. Schwarz hat immer noch einen Turm mehr, aber der Springer hängt und der Turm hier. A5, bester Zug, Zwischenzug, macht das Feld A6 frei für den Turm. Und auch das ist immer noch alles gespielt worden. Es gibt hier noch eine Partie zwischen zwei chinesischen Spielern, da ging es weiter mit Dame B5 Schach. Und dann geht es weiter mit Läufer D7. Der Läufer wird nach D7 gelockt und jetzt nimmt man auf C4. Turm A6, Läufer B8 und hier gibt es das Problem, weil hier wird der Turm noch gedeckt, jetzt aber nicht mehr.
Deswegen war es wichtig, den Läufer nach D7 zu locken, damit der Turm noch angegriffen ist. Jetzt muss Schwarz erstmal den Turm ziehen. Turm B6 greift den Läufer an, Läufer F4 zurück, Turm B4. Und das endet hier in einem Remis. Dame C7, Dame D8, Dame A7, Dame B6, Dame Schach, Dame D8, Dame A7, Dame B6. Und die Spieler einigen sich hier auf Remis. Und das, die Engine bestätigt halt, das ist hier so eine Remis-Variante letztendlich. Wenn man das kennt, gibt es auch nicht wirklich so die Möglichkeiten abzuweichen, wenn dann schon, schon ein paar Züge vorher. Ne? Also ungefähr hier, wo ich gesagt hatte, nach A5 hier, nee, viel früher hier, nicht Turm B4, sondern Dame A5. An der Stelle müsste man wohl abweichen, wenn man mit Weiß hier theoretisch noch was haben möchte. Aber in der Partie kam Turm B4. Nimm, nimm, A5, Dame C4. Genau, Dame B5 ist hier der richtige Zug. Der genaueste, um Läufer D7 hier, um den Läufer nach D7 zu locken, damit das Feld A6 nicht mehr dreifach gedeckt ist, sondern nur noch von Turm und Springer. Aber Bonelli war ungefähr hier dann, gut, der dachte sowieso während der Rapid-Partie schon nach hier, vorher schon, musste sich erinnern eventuell, beziehungsweise fand alles dann am Brett, das sind ja starke Großmeister, oder am Brett ist übertrieben, am Computer, die spielen ja am PC, das ist ein Internetturnier, Champions Chess Tour. Dame C4. Und das ist eine Mini-Ungenauigkeit. Turm A6, Läufer B8. Und hier gibt es einen Unterschied. Nach Läufer B8 ist der Turm gedeckt und Schwarz kann kurz rochieren und hat dann auf jeden Fall erstmal eine Qualität mehr und steht etwas besser. Vielleicht sogar viel besser. In dieser Stellung hier gibt es einen Remisweg für Weiß oder einen Weg, um das Gleichgewicht zu halten. Das ist aber ultra kompliziert. Das beginnt hier mit Läufer E5. Dame D8 zurück, Läufer G7, Turm G8, Läufer E5 wieder, Springer D7, Läufer C7, Dame E7, Läufer F4 hier, greift den Läufer an, der kann gar nicht gedeckt werden richtig. Dame C5, Schlagen, Schlagen und Turm C1. Und Weiß bekommt Material wieder. Läufer D7, Turm C5 und das ist ausgeglichen. Läufer und Bauer gegen Turm plus schwarzfeldrige Schwächen. Ganz komplizierte Varianten. Für Menschen am Brett oder am PC eigentlich nicht zu finden so schnell. Wenn man klassische Schach spielt, okay, vielleicht findet man das dann, aber auch da ist es extrem schwierig. Und natürlich, wenn man das alles mit der Engine analysiert, geht es alles ratzfatz. Die zeigt das alles sofort an, ne? Zeigt Läufer E5 an und zeigt dann die anderen Varianten, ne? Okay, Bonelli spielt hier Läufer B8 und ich hatte ja gerade erwähnt, der Läufer, den hätte man nach D7 locken sollen. Jetzt steht er auf C8, deckt den Turm und jetzt kann ich rochieren. Schwarz steht besser. Caruana hat bis hierhin nicht eine Sekunde überlegt, im Prinzip. Das hat er alles schon analysiert, bis hierhin, und spielte sehr, sehr schnell, diese Rapid-Partie. Jetzt kommt Turm C1 hier von Weiß und Weiß bricht ab jetzt komplett zusammen. Jetzt kommt eine Ungenauigkeit nach der anderen. Das liegt natürlich auch dann daran, dass Weiß hier kaum noch Zeit hatte. Ne? Es war eine Rapid-Partie. Während Schwarz halt zack, zack, zack spielte, musste Weiß immer wieder überlegen. Es gibt ja noch Läufer C7, E5 mit der und Schwarz steht nur besser. Aber auch wieder kompliziert. Warum soll man hier Läufer C7 spielen? Auf den ersten Blick versteht man das nicht. Mein erster Gedanke wäre hier Läufer E4, den Läufer wieder zurückzuholen. Aber Turm C1. Droht Turm schlägt C8, ne? Dame C8. Turm B6 greift hier den Läufer an. Sau stark. Okay, bis hierhin spielte wirklich Caruana im Blitztempo und ab jetzt spielt er für sich selbst, also musste selbst nachdenken. Hier dachte er eine knappe Minute nach, fand Turm B6. Natürlich, die Idee ist auf Dame C8, Turm B8. Ne? Natürlich können wir nicht nehmen wegen grundreihen Matt, da müssen wir natürlich schon aufpassen, aber Turm B8 geht. Weiß muss hier Läufer C7 spielen. Turm Läufer A6, schöner Zwischenzug. Dame C5, Turm B5, alles mit Tempo. Dame A7 greift den Läufer an. Und jetzt Dame B2. Natürlich komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Caruana findet gute Züge hier. Das ist jetzt alles nicht vorbereitet. Läufer F4 deckt den Turm. Läufer B7. Und ungefähr wird klar, shit, Weiß hat keine Chance. Schwarz findet die besten Züge, findet alle Taktiken und ist Einbahnstraße. A4 greift den Turm an, Turm B4, Läufer B7. Jetzt könnte man auch B7 nehmen, aber noch stärker ist Turm F4,
den Verteidiger hier zu entfernen. Turm C7, Dame D4, greift die Dame an, droht Dame schlicht F2 und Weiß gab auf. Schwupps, 26 Züge. Top Partie, denkt man sich so. Aber wenn natürlich, wenn man, okay, die, warum gibt Schwarz-Weiß auf? Ja, Dame D4, Turm D4, Qualität mehr, der Bauer hängt. Also einfach die Qualität mehr reicht hier. Ne? Auf so einem Niveau spielt er nicht weiter. Ja, wenn man die Partie ohne Engine nachspielt, denkt man sich so, wow, was für eine Partie von Schwarz, heftig. Er findet hier einen Monsterzug nach dem anderen. Aber wenn man das mit der Datenbank vergleicht, was alles gespielt wurde und dann mit der Engine nochmal vergleicht, dann weiß man ungefähr bis hierhin, war das alles für Caruana Vorbereitung. Ne? 18 Züge, dann hat er 6 Züge selbst gefunden, hat die Partie locker gewonnen. Was sagt das aus? Einerseits, dass Caruana natürlich ein extrem starker Spieler ist und unfassbar viel arbeitet am Schach. Ne? Unfassbar viel arbeitet. Er ist, man weiß es, ne? Er ist einer der best vorbereitetsten Spieler der Welt, neben Anish Girin, sagt man noch so. Ne? Wobei Magnus Carlsen mit Sicherheit auch auf einem so einem Niveau ist. Ne? Er wird immer ein bisschen unterschätzt, aber Carlsen arbeitet natürlich auch an seinem Schach. Genau wie jeder andere Topspieler natürlich auch. Sonst würde man nicht so weit oben stehen. Und jetzt zu der Frage nochmal zurück. Macht Theorie das Schach kaputt? Es ist schwierig zu sagen, also kaputt ist vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, aber Schach hat sich stark verändert in den letzten Jahrzehnten. Es ist ein extrem wissensbasiertes Spiel inzwischen. Das war noch vor 30 Jahren anders. Da war das Wissen noch nicht so weit verbreitet und vor allen Dingen, da die Engines, da es damals keine Schachprogramme gab, also sagen wir vor 1995 vielleicht. Dann ging es richtig los, so langsam. Ne? Und hat inzwischen ein Niveau erreicht, wo die Schachprogramme natürlich einem ganz schnell die besten Züge anzeigen. Hinzu kommt natürlich, dass das Wissen demokratisch verteilt ist inzwischen. Jeder kann darauf zugreifen. Das ist transparent. Es gibt super viele Plattformen, wo man sich einen Eröffnungskurs nach dem anderen kaufen kann, wo Top-Spieler mit Top-Engines tolle Kurse kreieren. Die können ja auch nicht, also jeder kann ja mit der Engine alles nachprüfen. Also man kann dann ja nicht irgendeinen Blödsinn veröffentlichen. Zumindest was die Güte der Züge betrifft. Es gibt also eine gewisse Objektivität. Und ja, dieses Wissen ist halt so unfassbar breit und weit inzwischen, ne? So tief inzwischen, in allen Eröffnungen. Und es ist so wahnsinnig schwierig, ohne dieses Wissen Schach zu spielen inzwischen, auf einem bestimmten Niveau. Und die Topspieler wissen natürlich unheimlich viel. Also es ist nicht, Theorie macht mit Sicherheit das Schach nicht kaputt, es ist definitiv immer noch sehr lebendig, aber auf einem Top-Niveau wird das auf eine Art und Weise betrieben, dass, wo die Vorbereitung und das ganze Trainieren mit den Schachprogrammen inzwischen mehr Zeit einnimmt als das Spielen selbst. Eindeutig mehr Zeit einnimmt. Das ist natürlich ein bisschen verrückt. Ne? Es ist natürlich auch in anderen Disziplinen so, man muss viel trainieren, um gut zu werden. Das ist ja gar keine Frage. Man muss viel lesen oder bei sportlichen Betätigungen, also körperlichen Betätigungen, muss man viel körperliche Arbeit leisten oder viel trainieren, um gut zu werden. Aber es ist beim Schach nochmal auf einem Niveau, das ist absoluter Wahnsinn. Ne? Man muss wirklich unfassbar viel trainieren und wissen, um ein guter Schachspieler zu werden. Und ich sag mal, die Frage, ob Theorie das Schach kaputt macht, gilt, wenn überhaupt, nur für den Profibereich. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Unterscheidung aus meiner Sicht für den Nicht-Profi-Bereich. Ich sage auch häufig Amateurbereich, aber da fühlen sich immer viele Leute auf den Schlips getreten, wenn man Amateur sagt, obwohl das nicht respektierlich gemeint ist. Braucht man das alles nicht. Man kommt sehr lange mit den goldenen Regeln zurecht. Anfänger fragen immer wieder zum Beispiel, was kannst du mir empfehlen, um besser zu werden? Ich sage nur Taktik, Taktik, Taktik. Taktik, Taktik, Taktik. Am Anfang muss man viel rechnen können. Man muss taktische Motive kennen und sein Rechenhorizont erweitern. Ne? Das können diese Leute natürlich alle schon längst. Das haben die alles schon längst gemacht in ihrer Jugend und am Anfang. Jetzt an der Spitze, diese kleinen Nuancen, um die es noch geht, ist einfach in den Eröffnungen noch tiefer, besser vorbereitet zu sein als der Gegner. Diese Partie hier wurde eindeutig nicht am Brett oder am Computer entschieden, sondern natürlich vorher schon in der heimischen Vorbereitung. Das gilt aber nur für die absoluten Topspieler. Es ist nicht so, dass Schach nur dadurch besteht, dass man auswendig lernt. Definitiv nicht. So einfach ist das Spiel nicht. Man muss vorher erstmal die Basics lernen. Das ist halt wirklich Taktik, 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 taktische Motive, strategische Motive, Klassiker lernen. Also bis zu einem gewissen Niveau natürlich. Eröffnung natürlich auch hier und da ein bisschen. Man sollte natürlich schon die ein oder andere Eröffnung kennen, die Grundmotive, die Grundzüge. Aber so weit, das hier, das ist nur für die absoluten Profis relevant. Ne? Aber
An der Spitze wird es echt inzwischen dünn. Das muss man sagen. Das ist ein Thema, das jetzt schon wirklich 2 Jahrzehnte wirklich im Umlauf ist und es wird wirklich dünn. Und es ist natürlich auch ein Grund, warum Magnus Carlsen dann die Weltmeisterschaft nicht mehr verteidigt. Er hat einfach keine Lust mehr auf diese tiefe Vorbereitung. Das muss man einfach sagen. Zudem er auch keine Motivation mehr spürt, irgendwie den Titel zu verteidigen, obwohl er mit Abstand der beste Spieler der Welt ist. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und deswegen konzentriert er sich auf diese Rapid-Turniere, auf diese Online-Formate. Sehr viel Blitz, Rapid, auch Bullet. Alles, was wirklich weg vom klassischen Schach geht, verkürzte Bedenkzeiten, kann ich absolut nachvollziehen. Und ich spüre es auch bei mir selbst, bei den ganzen klassischen Turnieren, die ich in den letzten 2 Jahren gespielt habe. Die Art und Weise, sich vorzubereiten, ist mir auch inzwischen, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist mir zu viel geworden. Nimmt einfach zu viel Zeit in Anspruch. Wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat und einen Anspruch auch hat, eine Partie zu spielen. Vor allen Dingen, man weiß ja, da ist ja das Wissen. Und man weiß, wenn man dieses Wissen nicht aufsaugt, dann fehlt einfach Spielstärke. Ne? Dann nimmt man freiwillig Spielstärke Einbußen in Kauf. Das war vor zwei, drei Jahrzehnten war das völlig anders. Da gucke ich mir meine Partien von damals an. Ich habe irgendeinen Quatsch gespielt häufig. Das war in der Eröffnung, war das häufig irgendein Blödsinn. Und was mit dem heutigen Schach nichts zu tun hat. Und es lief aber, es ging, weil alle so ein bisschen hier, ein bisschen da gespielt haben. Halt, ne? So, gerne hinterlasst mir euren Kommentar zu diesem Thema, würde mich interessieren. Finde ich, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Mal schauen, wie es weitergeht in den nächsten 10, 20 Jahren mit Schach. Das ist, gerade in der Spitze wird aus meiner Sicht natürlich die Luft immer, immer dünner. Und deswegen natürlich, wenn so viele gleich starke Spieler gegeneinander spielen, ist die Remisquote natürlich relativ hoch, ne? Im klassischen Schach. Das ist natürlich einer der wichtigsten Gründe. So, das war's für heute. Gerne Kommentar hinterlassen. Eure Meinung interessiert mich. Macht's gut.